meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass es diese Zusammenkunft von deutschen und französischen Schriftstellern wieder hier in Luxemburg gibt. Sie wissen, das hat eine gewisse Tradition hier in Luxemburg. Zum einen ist es so, dass am Schloss Kolbach damals französische und deutsche Autoren sich getroffen haben. Aber dann natürlich auch bei den Mondorfer Literaturtagen, organisiert damals von der Anis Kolz, die auch heute Abend hier ist. Und jetzt eben hier mit solchen Veranstaltungen des Instituts Pierre Werner weitergetragen wird. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich möchte Ihnen die zwei Autoren ganz kurz einmal vorstellen. Wir haben zum einen Matthias Henard, in Frankreich geboren 1972. Er hat Arabisch und Persisch studiert und unterrichtet noch immer an der, seit 2010 haben Sie an der, oder hast du an der Universität in Barcelona Arabisch unterrichtet. Du hast mittlerweile 10 Romane veröffentlicht oder 10 Bücher auf jeden Fall. Und für den letzten Sohn ein großartiges Werk, ein Roman, der aus einem einzigen Satz im Endeffekt besteht. Da gab es schon einige Preise und jetzt natürlich für Boussole, Ihr Kompass, hat er letztes Jahr den Prix Goncourt bekommen. Navid Kermani ist 1967 in Deutschland geboren, hat iranische Wurzeln. Sein Werk umfasst Romane, sehr viele Essays, auch Reportagen. Und natürlich hat er auch Preise bekommen. Ich möchte nur einen erwähnen, nämlich den letzten. Das war den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und wir wollen anfangen mit jeweils einer kurzen Lektüre aus zwei Romanen. Natürlich wird es Boussole sein bei Matthias Henard, bei Navid Kermani wird es Dein Name sein. Und wir fangen mit Matthias Henard an. Vielleicht ein Wort zum Inhalt. Es ist ein Roman, der spielt innerhalb einer Nacht. Ein Musikologe namens Franz liegt in Wien in seinem Zimmer und er kann nicht einschlafen. Er ist sterbenskrank und lässt jetzt eigentlich sein ganzes Leben Revue passieren. Und man könnte auch sagen, sein Leben überfällt ihn, während er da liegt. Dieses Leben besteht in sehr großen Zügen darin, dass er sehr viel gereist ist, unter anderem nach Istanbul, nach Teheran, nach Aleppo und so weiter. Und ein wichtiger Strang da drin ist eine Liebesbeziehung, teils unerfüllt, teils erfüllt, zu einer gewissen Sarah, die sehr oft mit auf diesen Reisen ist, wenn nicht in Form einer leiblichen Person, so doch im Kopf. Und du wirst uns den Anfang des Romans lesen. Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage. Sans rien voir dehors, seuls, sans nous comprendre jamais, nous fumons. Visages agonisants dans un miroir, nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement. Un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon. Une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore, mais qui, bientôt, serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourd surviennent ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière, et cette face indistincte sur le verre n'est mienne qu'un instant, une des millions de configurations possibles de l'illusion. Tiens, Monsieur Gruber promène son chien malgré la bruine. Il porte un chapeau vert et son éternel imperméable. Il se protège des éclaboussures des voitures en faisant de petits bonds ridicules sur le trottoir. Le clébard croit qu'il veut jouer, alors il bondit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l'imper de Monsieur Gruber, qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser. Sa silhouette est allongée par les réverbères. Flaque noircie au milieu des mers d'ombre des grands arbres, déchirée par les phares sur la porte Selangas,
Et Herr Gruber hésite apparemment à s'enfoncer dans la nuit de l'Alsergrund, comme moi à laisser ma contemplation des gouttes d'eau, du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottentor. L'existence est un reflet douloureux, un rêve de Pyoman, un poème de Rumi chanté par Jarlon Nozeri. L'ostinato du zarbe fait légèrement vibrer la vitre sous mes doigts comme la peau de la percussion. Je devrais poursuivre ma lecture au lieu de regarder M. Gruber disparaître sous la pluie, au lieu de tendre l'oreille au mélisme tournoyant du chanteur iranien, dont la puissance et le timbre pourraient faire rougir de honte bien des ténors de chez nous. Je devrais arrêter le disque, impossible de me concentrer. J'ai beau relire ce tiré à part pour la 10e fois, je n'en comprends pas le sens mystérieux. 20 pages horribles, glaçantes, qui me parviennent précisément aujourd'hui. Aujourd'hui qu'un médecin compatissant a peut-être nommé ma maladie, a déclaré mon corps officiellement malade, presque soulagé d'avoir posé, baiser mortel, un diagnostic sur mes symptômes. Un diagnostic qu'il convient de confirmer tout en commençant un traitement, disait-il, et en suivre l'évolution. L'évolution, voilà, on en est là. Contempler une goutte d'eau évoluer vers la disparition avant de se reformer dans le grand tout. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié, dirait Sarah. Pourquoi reçois-je précisément aujourd'hui cet article par la poste? Un tiré à part d'autrefois, de papier et d'agrafe, au lieu d'un PDF assorti d'un message souhaitant bonne réception. Un mail qui aurait pu transmettre quelques nouvelles, expliquer où elle se trouve, ce qu'est ce Sarawak, d'où elle écrit, et qui, d'après mon atlas, est un état de Malaisie, situé dans le nord-ouest de l'île de Bornéo, à 2 pas de Brunei et de son riche sultan. À 2 pas aussi des gamelans de Debussy et de Britten, me semble-t-il. Mais la teneur de l'article est bien différente. Pas de musique, à part peut-être un long chant funèbre. 20 feuillets denses, parus dans le numéro de septembre de Représentation, belle revue de l'Université de Californie dans laquelle elle a déjà souvent écrit. L'article porte une brève dédicace sur la page de garde, sans commentaire. Pour toi, très cher Franz, je t'embrasse fort, Sarah, et a été posté le 17 novembre, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Il faut encore 2 semaines à un courrier pour faire le trajet Malaisie-Autriche. Peut-être a-t-elle radiné sur les timbres. Elle aurait pu ajouter une carte postale. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai parcouru toutes les traces d'elle que j'ai dans mon appartement. Ses articles, 2 livres, quelques photographies, et même une version de sa thèse de doctorat, imprimée et reliée en skivertex rouge, 2 forts volumes de 3 kilos chacun. Dans la vie, il y a des blessures qui, comme une lèpre, ronge l'âme dans la solitude, écrit l'Iranien Sadegh Hedayat au début de son roman La chouette aveugle. Ce petit homme à lunettes rondes le savait mieux que quiconque. C'est une de ces blessures qui l'amena à ouvrir le gaz en grand dans son appartement de la rue Championnet à Paris. Un soir justement de grande solitude, un soir d'avril, très loin de l'Iran, très loin, avec pour seule compagnie quelques poèmes de Khayyam et une sombre bouteille de cognac, peut-être, ou un galet d'opium, ou peut-être rien, rien du tout, à part les textes qu'il gardait encore par-devers lui et qu'il a emportés dans le grand vide du gaz. On ignore s'il laissa une lettre ou un signe autre que son roman La chouette aveugle, depuis longtemps achevé, et qui lui vaudra, 2 ans après sa mort, l'admiration d'intellectuels français qui n'avaient jamais rien lu de l'Iran. L'éditeur José Corti publiera La chouette aveugle peu après le rivage des Sirtes. Julien Gracq connaîtra le succès quand le gaz de la rue Championnet venait de faire son effet, l'an 1951, et dira que le rivage est le roman de toutes les pourritures nobles, comme celle qui venait d'achever de ronger Hedayat
dans les terres du vin et du gaz. André Breton prendra parti pour les deux hommes et leur livre, trop tard pour sauver Redayat de ses blessures, s'il avait pu être sauvé, si le mal n'était pas, très certainement, incurable. Le petit homme à épaisse lunette ronde était dans l'exil comme en Iran, calme et discret, parlant bas. Son ironie et sa méchante tristesse lui valurent la censure, à moins que ce ne fût sa sympathie pour les fous et les ivrognes, peut-être même son admiration pour certains livres et certains poètes. Peut-être le censura-t-on parce qu'il tâtait un peu de l'opium et de la cocaïne, tout en se moquant des drogués, parce qu'il buvait seul, ou avait la tare de ne plus rien attendre de Dieu, pas même certains soirs de grande solitude, quand le gaz appelle. Peut-être parce qu'il était misérable, ou parce qu'il croyait raisonnablement à l'importance de ses écrits, ou qu'il n'y croyait pas, toute chose qui dérange. Toujours est-il que rue Championnet, aucune plaque ne signale son passage ni son départ. En Iran, aucun monument ne le rappelle, malgré le poids de l'histoire qui le rend incontournable, et le poids de sa mort qui pèse encore sur ses compatriotes. Son œuvre vit aujourd'hui à Téhéran comme lui mourut, dans la misère et la clandestinité, sur les étals des marchés aux puces, ou dans des rééditions tronquées et laguées de toute allusion pouvant en précipiter le lecteur dans la drogue ou le suicide, pour la préservation de la jeunesse iranienne, atteinte de ces maladies de désespoir, le suicide et la drogue, et qui se jette donc sur les livres de Hedayat avec délectation quand elle y parvient. Et ainsi célébré et mal lu, il rejoint les grands qui l'entourent au Père-Lachaise, à deux pas de Proust, aussi sobre dans l'éternité qu'il le fut dans la vie, aussi discret, sans fleurs tapageuses et recevant peu de visites depuis ce jour d'avril 1951 où il choisit le gaz et la rue Championnet pour mettre un terme à toute chose, rongée par une lèpre de l'âme impérieuse et inguérissable. Personne ne prend la décision de se suicider. Le suicide est dans certains hommes, il est dans leur nature. Hedayat écrit ses lignes à la fin des années 1920. Il les écrit avant de lire et de traduire Kafka, avant de présenter Khayyam. Son œuvre s'ouvre par la fin. Le premier recueil qu'il publie débute par Enterré vivant, Zendeh Beghoul, le suicide et la destruction, et décrit clairement les pensées, pensons-nous, de l'homme au moment où il s'abandonne au gaz 20 ans plus tard, se laissant somnoler doucement après avoir pris soin de détruire ses papiers et ses notes, dans la minuscule cuisine envahie par l'insupportable parfum du printemps qui arrive. Il a détruit ses manuscrits, peut-être plus courageux que Kafka, peut-être parce qu'il n'a aucun Max Brod sous la main, peut-être parce qu'il n'a confiance en personne ou qu'il est convaincu qu'il est l'heure de disparaître. Et si Kafka s'en va en toussant, corrigeant jusqu'à la dernière minute des textes qu'il voudra brûler, Hedayat part dans la lente agonie du sommeil lourd, sa mort déjà écrite, 20 ans plus tôt. Sa vie toute marquée par les plaies et les blessures de cette lèpre qui le rongeait dans la solitude, et dont nous devinons qu'elle est liée à l'Iran, à l'Orient, à l'Europe et à l'Occident, comme Kafka était dans Prague à la fois allemand, juif et tchèque, sans être rien de tout cela, perdu plus que tous, ou plus libre que tous. Hedayat avait une de ces plaies du soi qui vous font tanguer dans le monde, c'est cette faille qui s'est ouverte jusqu'à devenir crevasse. Il y a là, comme dans l'opium, dans l'alcool, dans tout ce qui vous ouvre en deux, non pas une maladie, mais une décision, une volonté de se fissurer l'être jusqu'au bout. Si nous entrons dans ce travail par Hedayat et sa chouette aveugle, c'est que nous nous proposons d'explorer cette fêlure, d'aller voir dans la lézarde, de nous introduire dans l'ivresse de celles et ceux qui ont trop vacillé dans l'altérité. Nous allons prendre la main du petit homme pour descendre observer les blessures qui rongent, les drogues, les ailleurs, et explorer cet entre-deux, ce balzar, le monde entre les mondes où tombent les artistes et les voyageurs.
Damen und Herren, genau wie dieser Roman eigentlich die Grenzen des Romans sprengt und zuweilen einfach erzählter Essay auch ist, bedingt durch den Beruf dieses Hauptprotagonisten, genauso sprengt eigentlich auch Navid Kermanis Roman alle Grenzen, muss man fast sagen. Es ist zum einen eine Hauptfigur, eine fiktive Hauptfigur namens Navid Kermani da drin, die aber nicht die Identität unbedingt wechselt, aber oft die Bezeichnung bedingt durch das, was sie gerade macht. Also die heißt dann zum Beispiel der Romanschreiber oder der Reporter. Das ist ein Strang, der drin ist, also dieses Reisen, diese Art der Identitätsfindung, wenn man so will. Und diese Person beschreibt eigentlich jeden Tag, was sie erlebt, was sie fühlt, was sie denkt, sodass das Ganze wie ein Tagebuch fast wirkt. Das ist ein Strang in diesem Roman. Es gibt einen zweiten Strang da drin, das ist die Geschichte des Großvaters, der von Isfahan aus einmal Deutschland nach Teheran, dann Deutschland besucht und der eigentlich am Anfang der Migrationsgeschichte dieser Familie Kermani auch steht nachher, wenn man so will. Dann gibt es aber auch Auseinandersetzungen da drin mit der deutschsprachigen Literatur. Es gibt Auseinandersetzungen drin mit religiösen Elementen. Es gibt Nachrufe zum Beispiel drin auf Personen, die dieser Erzähler gekannt hat oder auch nicht gekannt hat, die ihm aber wichtig waren, die ihn beeinflusst haben. Also es ist wirklich ein Amalgam an sehr vielen Dingen, die nachher aber alle in eine Romanstruktur fließen. Und du liest uns, glaube ich, einen Teil aus dem Strang des Großvaters. Zwei Generationen vor mir war eine Reise von Isfahan nach Teheran nichts Gewöhnliches. Der Zustand der Wege miserabel, die Gefahr von Wegelagerung groß, an Hilfe im Notfall nicht einmal zu denken. Das brandneue Verkehrsmittel, über das alle Menschen staunten, war ein Vierspanner, dessen Pferde alle 40 oder 50 Kilometer ausgetauscht wurden, wie Großvater in seinen Erinnerungen schrieb, die leider niemals gedruckt worden sind. Auch nachts fuhr die Kutsche nach Möglichkeit durch. So Gott wollte, erreicht man auf diese Weise Teheran nach 4 Tagen und Nächten. Heute sind es mit dem Auto 4 oder 5 Stunden, wobei wir die Strecke immer fliegen. Großvater erschien es, wie er schreibt, nicht abwegig hinzuzufügen, dass die Kutsche kein Dach hatte. Die Reisenden mussten also die heiße, grelle Sonne des Sommers und die Kälte und den Regen der anderen Jahreszeiten ertragen, im Winter nicht selten den Schnee. Schwierig war es auch mit dem Schlaf. Wegen des Geschaukels gelang er meist nur für Minuten oder halbe Stunden. Mehr Zeit verbrachten die Reisenden vor Müdigkeit oder Schmerz, vor Hitze oder Kälte in einer Art Dämmerzustand, der Gespräche und Gedanken ausschloss. Schlimmeres passierte in der Regel nicht, als dass ein Hut aus der Kutsche fiel mit Umhang auf den Boden. Nur wenn der Kutscher einschlief, drohte Verhängnis. Dann konnten die Pferde vom Weg abkommen, die Kutsche sich überschlagen, ein Reisender auf den anderen fallen und obendrauf das schwere Gefährt. Viele Male hat Großvater einen solchen Unfall selbst erlebt und der Leser könne sich, wie er schreibt, ausmalen, wie unbehaglich die Reisenden sich in der Wildnis fühlten, in der Steppe, in der Wüste oder auf dem Berg. Die Fahrt kostete pro Person einen Rial. Außerdem 5 Schahi Trinkgeld für den Pferdetreiber in jeder Karawanserei, in der die Pferde ausgetauscht wurden, und 1 oder 2 Tuman für den Postbeamten, der die Kutsche in Empfang nahm. Was die Beträge bedeuten? Großvater beschrieb 70 Jahre später die Szene seiner ersten Abreise aus Isfahan, die damals für die Verwandtschaft hochdramatisch gewesen sei, einen heutigen Leser jedoch eher zum Lachen. Sie sind nur noch Namen, heißt es in seinen Erinnerungen, die leider niemals gedruckt worden sind. Die Tanten, Cousins, Cousinen, andere Verwandten, die in der Eingangshalle standen
um den Jungen zu verabschieden und ihm Gebete mitzugeben. Von ihnen allen sind nur die Namen übrig. Der Herr sie nicht aufgeschrieben hat, sind sie weitere 30 Jahre später nicht einmal mehr Namen. Dreimal wurde die Sure Yasin rezitiert, mehrfach der Koran in die Höhe gehalten und Großvater angeschubst, drunter herzugehen. Die Verwandtschaft begleitete ihn bis zum Bazar, wo die Kutsche abfuhr. Ein Pulk von 50, 60 Menschen. Wo geht's hin? Wunderten sich die Nachbarn, Passanten und Händler. Der Junge fährt nach Teheran, rief einer aus dem Pulk zurück. Er wird die Schule besuchen, die Schule der Franken. Franken, Farangihor, nennen die Iraner bis heute die Menschen aus dem Westen. Jemand hob ihn auf die Kutsche. Rasch verstaute der Junge das Gepäck und suchte sich seinen Platz. Da saß er nun. Es sollte noch dauern, bis die Kutsche abfuhr. Um ihn herum alle Verwandten in Tränen. So schien es ihm am lautesten die Schluchze der Mutter. Und was soll ich es ihm verbergen? Schreibt Großvater in seine Erinnerungen, die leider niemals gedruckt worden sind. Obwohl es mein eigener Wunsch war, nach Teheran zu reisen, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Ich heulte wie ein kleines Kind. Auf dem Platz, neben dem Führer, der als Logenplatz gilt, Großvater nutzt das französische Wort, heute würde es Business Class heißen, sitzt zufällig ein Engländer, Mr. Allenson, wenn ich den Namen richtig zurück ins Englische transkribiere, in der persischen Schrift, muss man sich die Vokale hinzudenken, Lehrer an der Bischofsschule im Stadtteil Julfa, wo heute meine Tante lebt. Die Wohnung der Eltern liegt nicht weit entfernt. Es ist wegen der Christen, die noch geblieben sind, eines der beliebtesten Wohnviertel Isfahans. Als Mr. Allenson den Jungen weinen sieht, holt er ihn zu sich nach vorn, legt den Arm um seine Schulter und beginnt ihn zu trösten und abzulenken. Schau her, hast du je so kräftige Pferde gesehen? Guck mal, die Uniform. Das Persisch kommt dem Jungen so komisch, so gestelzt vor, dass er unter anderen Umständen darüber gelacht, in der Gruppe den Fremden vielleicht sogar ausgelacht hätte. Jetzt spürt er dankbar den Arm, der seine Schultern mehr brüderlich denn wie ein Vater umfasst. Ihr werdet großer Bruder, obwohl Mr. Allenson viel älter ist, ein richtiger Herr. Längst ist die Kutsche abgefahren. Sie haben die Stadt hinter sich gelassen, die Äcker und Plantagen, fahren auf der Schotterpiste durch die Wüste. Da spricht er dem Jungen weiter Mut zu. Mach dir keine Sorgen, sagt er. Als erstes werden wir, so Gott will, Korshorn erreichen, wo wir uns im Paradiesgarten ausruhen werden, der noch herrlicher ist als der Park der 40 Säulen in Isfahan. Du wirst sehen. Anschließend Rom, wo du, so Gott will, an Fatimas Grab beten wirst für Vater und Mutter. Und dann werden wir, so Gott will, bald schon in Teheran eintreffen. Teheran wird dir gefallen. So Gott will. Inshallah. Wie der Lehrer an der Bischofsschule mit seinem britischen Akzent gesagt haben wird. Nicht, dass Mr. Allenson den Jungen oder dessen Eltern oder einen seiner Verwandten oder Lehrer vorher gekannt hätte. Aus reiner Freundlichkeit, dass sich seiner angenommen, wird der Junge 70, 80 Jahre später hervorheben aus Menschenliebe. Obwohl Großvater politisch immer Nationalist war, glühender Anhänger Dr. Mossadeghs, der den Briten den Kampf ansagte, indem er die Anglo-Persian Oil Company verstaatlichte und auch als Greis gegen den Schah vor allem deshalb demonstrierte, damit die Vorherrschaft Amerikas ein Ende fand, ist mir als Kind schon aufgefallen, mit welcher Verehrung er vom Westen sprach, speziell von Europa, im Vatisten natürlich von Frankreich, der Kulturnation, die anders als die Briten, Amerikaner und Russen Iran in Frieden gelassen hat. Wobei er wie selbstverständlich unterschied zwischen den Staaten und den Menschen. Auch am Respekt für die armenische Kirche in Julfa und die ausländischen Priester, Nonnen, Missionare, die Krankenhäuser und Schulen errichteten, wurde in seinem Haus nie gerüttelt. Es war etwas Kosmopolitisches an ihm, das Bewusstsein, um es simpel auszudrücken, dass es überall solche und solche gibt. Wenn wir etwas von diesem Bewusstsein haben, wenn ich es habe, dann nicht oder nicht nur, weil wir um die Welt gereist oder von Kant und Kapital aufgeklärt worden sind. Es hat auch andere, ferne Ursprünge, eine lange Geschichte, die ich gerade lese. Das verdankt sich meinem Großvater, der mit der Kutsche von Isfahan nach Teheran fuhr, verdankt sich meinem Urgroßvater, diesem Menschen auf dem Foto,
Er hat sich mit ins Büro genommen, wo es neben dem Schreibtisch hängt, dem Mann in der Mitte mit Turban und Zahnlücke im lachenden Gesicht, der den Jungen zum Lernen an die amerikanische Schule schickte, obwohl ihm am Abschied genauso zum Weinen war wie ein anderer. Und bei ihm kam die Frage hinzu, ob er für seinen Sohn die richtige Entscheidung getroffen hatte. Verdankt sich Mr. Allenson, dessen Freundlichkeit den Jungen lebenslang davor bewahrte, in einem Menschen den Feind zu sehen, nur weil dessen Staat sich feindlich verhält. Als ich im Staatstheater Darmstadt saß, erste Reihe Mitte, und der Präsident bekannt gab, dass ich in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen worden sei, durchlief mich in all der Banalität der Umstände, hinter mir ein missgünstiger Kollege, links neben mir die Gattin eines Politikers, die mich nach meinem Beruf fragte, vor mir drei Fotografen, einer buchstäblich auf meinem Schoß, um den berühmteren Schriftsteller rechts neben mir besser ins Bild zu bekommen, durchlief mich doch ein Schauer der Rührung und des Stolzes. Mir war, als würde nicht ich ausgezeichnet, nicht ich aufgenommen, sondern meine Vorfahren, ihr Wissensdurst, ihre Sehnsucht nach der Welt, ihr Mut, sie zu entdecken, ihr Ehrgeiz ebenso wie ihre Tugendhaftigkeit und meinetwegen Großvaters Ernst und seine Humorlosigkeit, die sie von Generation zu Generation weitergaben, damit am Ende einer ihrer Söhne in die Akademie der Franken aufgenommen wird. Jetzt sehe ich Großvater, wie er weinend auf der Kutsche sitzt, die gleich nach Teheran abfährt, und denke dort zum Beispiel, auch dort und damals hat unsere Reise begonnen. Der Junge wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und findet allmählich zurück zu der Zuversicht, mit welcher er gestern Nachmittag seine Tasche packte. Nun will auch er etwas von seinen Fähigkeiten zeigen, er ist doch keine Heulsuse, will wenigstens zwei, drei Sätze auf Englisch sagen. Nur haben sich die Vokabeln verflüchtigt, die ihm Herr Armani in der Allierschule so mühsam eingetrichtert. Mr. Allenson lacht nicht, er lächelt. So viel bringt der Junge schließlich doch auf Englisch zustande, dass er nach Teheran reist, um auf die amerikanische Schule zu gehen. Ach, da musste ich auch hin, ruft Mr. Allenson. Dr. Jordan hat ihn eingeladen, der Direktor der amerikanischen Schule. Ich werde dich dort vorstellen. Es wird dir gefallen, so Gott will. Inshallah. Dass Mr. Allenson zum Persischen zurückgekehrt ist, löst dem Jungen endgültig die Zunge. Ich werde nie vergessen, wie wir in der ersten Nacht, weil die Straße so unsicher war, in Nizamabad blieben, schreibt er. Die Karawanserei, in der eigentlich nur die Pferde ausgewechselt werden sollten, war halb verfallen. Wir suchten seine Ecke auf dem Dach des Gebäudeflügels, der noch stand, und breiteten nebeneinander unsere Decken aus. Solange ich wach war, hat dieser ehrenwerte Franke mit dem komischen persischen Akzent mir die Sorgen vertrieben, hat spannende Geschichten erzählt und ebenso spannend von Teheran berichtet, von der Schule, von England, von den Franken, bis ich Gott sei gepriesen einschlief. Gegen Abend des vierten Tages erreicht die Kutsche die Ladeser Straße in Teheran und hält vor dem Postamt am Kanonenhausplatz, dem damaligen Herz der Stadt, heute eine unfarbige Kreuzung wie viele. Die Reisenden entladen ihr Gepäck und verabschieden sich voneinander. Mr. Allenson versichert sich noch, dass der Junge eine Unterkunft hat. Ja, sagt der Junge, die Adresse hat mir mein Vater aufgeschrieben. Er wartet, bis Mr. Allenson in der Menge verschwindet, ruft einen Träger und holt aus seiner Umhängetasche den Brief, auf dem die Adresse steht. Es ist ein Empfehlungsschreiben seines bisherigen Schuldirektors Mohasseh Odole an dessen Freund Mirza Abdul Wahab Khan Jawahiri. Obwohl er sich schon auswendig kennt, studiert der Junge von neuem die Adresse, als ihm plötzlich der Brief entrissen wird. Der Junge blickt auf und sieht einen feisten Beamten vor sich stehen, blaue Uniform, blitzende Manschetten, Pickelhaube und gewaltiger Schnurrbart, der abwechselnd ihn und den Brief drohend mustert. Der Brief hat keine Briefmarke, beschuldigt der Beamte ihn. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ohne einen Einwand zu wagen oder darauf hinzuweisen, dass er den Brief schließlich selbst aus Isfahan mitgebracht hat, zahlt der Junge die verlangte Strafe. Dann macht er sich zusammen mit dem Träger auf dem Weg zu Herrn Jawahiri. Die Sonne ist längst untergegangen, als sie vor dem Haus stehen. Es ist das Ladenlokal des Herrn Jawahiri, ein Süßwarengeschäft. Die Fensterläden zugeklappt, die Tür verschlossen.
In der Dunkelheit fragt der Junge sich durch, bis er einen anderen Träger findet, der weiß, woher Jawahiri wohnt, nämlich vor dem Raswin-Tor am anderen Ende der Stadt. Zum Glück hat sein Vater ihm genügend Geld gegeben. Beinahe besinnungslos vor Aufregung, Angst und Erschöpfung, es ist schon Nacht, klopft der Junge schließlich an der Tür. Herr Jawahiri, der selbst aus Isfahan stammt, muss den Brief nicht erst lesen, um einen Jungen aus der Heimat bei sich aufzunehmen, noch dazu einen Schüler seines alten Freundes Mohassim Odole. Er gibt Anweisungen, das Gepäck zu entladen und lässt kein Widerwort gelten, als er dem Träger den Lohn auszahlt. Frau Jawahiri, die sich einen Schal über das Nachthemd geworfen hat, führt den Gast ins Wohnzimmer. Kaum, dass er auf dem Teppich sitzt, mitten im Gespräch schläft der Junge ein. Als die Jawaheris ihn wecken, wartet schon das Abendessen des nächsten Tages auf ihn. Wer ihn zu Bett gebracht, ihm die Kleidung ausgezogen, weiß der Junge nicht. Aber er hat es gerade so bequem, dass er die Augen noch einmal schließt, kurz nur, und sofort wieder einschläft. Wenn man beide Romane liest, dann hat man sofort den Eindruck, dass so ein universaler Anspruch dahinter steckt. Also ein Anspruch, fast ein enzyklopädischer Anspruch, wenn man so will. Und ich habe daran gedacht sofort, im Hinblick auch auf unser Thema heute, Literatur und Politik, ob nicht das Politische in der modernen Literatur, in unseren Breitengraden, muss man sagen, nicht vielleicht eben nicht mehr wie in den 60er, 70er Jahren ideologisch gefärbt ist, sondern vielmehr einfach auf Geschichtsbewusstsein zielt. Ob das nicht das Politische ist? Die Tatsache, dass man Dinge einfach erhält, ästhetisch in Romanform, damit eben andere Menschen sich so informieren können, über die Ästhetik da rankommen und dadurch halt eben auch eine gewisse Art der Toleranz entwickeln. Naja, ich glaube, dass auch in den 60er Jahren und zu allen Zeiten die Romane, die seine Politik als im naiven, banalen Sinne als engagiert vertreten haben, als ideologisiert waren, dass diese Romane auch zu Recht vergessen sind. Das heißt, auch in den 60er Jahren und 50er Jahren und zu allen Zeiten war Literatur dann politisch, oder das Wesen der Literatur war dann politisch, wenn es anders als eine politische Rede funktionierte, sondern weil es Wirklichkeit komplexer, widersprüchlicher, ambivalenter beschrieb, als es, sagen wir, die politische Rede oder die Berichterstattung ermöglicht. Ich habe gerade, es war wirklich ein für mich sehr berührender Zufall, ich wusste das gar nicht, dass das Grab von Sadr Hidayat nur zwei Schritte entfernt von dem Grab von Marcel Proust ist. Man kann sagen, Marcel Proust hat bestimmt keine engagierte Literatur geschrieben, aber wenn man das Buch liest, die Recherche, ist es nach 100 Jahren, ist es derart auch politisch aktuell noch. Also all das, was er schreibt über die Zeit, über den Dreyfus-Prozess, über die Art und Weise, wie über den Antisemitismus, über die Art und Weise, wie Homosexualität umgegangen ist, worden ist, über Sexualität überhaupt, über die bürgerliche Ehe, über all das, das ist 100 Jahre später immer noch nicht nur aktuell, es ist politisch. Und in diesem Sinne, ich glaube, diese Literatur wird überleben und hat in diesem Sinne war Literatur immer politisch, auch wo es um Privates ging, wo sie die Privatbeziehung immer in einem sozialen Kontext verstand. Denn wir lieben ja nicht, sagen, außerhalb der Welt. Wenn wir lieben, dann sind wir zugleich politische Personen, wir sind soziale Wesen. Und unsere Liebe ist zugleich durchdrungen von all dem, was uns auch politisch ausmacht. Insofern glaube ich, dass die guten Romane der 60er Jahre, die politisch, die wirklich politisch, Albert Camus, um ein Beispiel zu nennen, waren in dem Sinne universal zu ihrer Zeit. Und das, was damals vielleicht schick war oder was ein Zeitphänomen war, so wie es ja heute auch Zeitphänomene gibt, man muss ja auf die Bestsellerlisten schauen. Ich bin sicher, ein großer Teil der Literatur, die heute in den Feuilletons rauf und runter besprochen werden, der wird in 20 Jahren vergessen sein oder höchstens als Zeitmoment, als wie man eine Zeitung wichtig nimmt, als Zeitmoment wichtig sein.
qui est aussi assez fascinant dans cette question de la littérature et de la politique, c'est que finalement, les romans, les bons romans, comme tu viens de dire, sont, ou les romans importants, sont politiques au sens où ils sont dans la cité, au sens de la police. C'est-à-dire que politique au sens très large du terme, parce que justement, ils s'intéressent aux liens qu'il peut y avoir entre l'individuel et le collectif. Et la construction romanesque telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui au XXIe siècle, qui est finalement beaucoup plus libre, qui a pu, grâce à toute cette liberté que nous a donnée dans la forme, dans le fond, le XXe siècle, en étant finalement beaucoup plus libéré des questions idéologiques qui pouvaient hanter justement quelqu'un comme Camus, comme Sartre, on retrouve cette idée finalement un peu comme chez Proust justement, qui est que c'est l'interrogation et la juxtaposition des éléments entre eux qui fabriquent le politique. C'est-à-dire que c'est plus du tout poser des questions, des revendications ou interroger très directement les relations, par exemple, entre le pouvoir, le peuple, la liberté. Mais c'est en juxtaposant, un peu comme j'essaie de le faire, des éléments assez disparates, en les mettant en relation, qu'on fabrique cette question politique. Et qu'on en interroge ce rapport entre l'individuel et le collectif. Et notamment face à l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, justement, le grand intérêt de l'histoire, non seulement pour le romancier, mais pour le citoyen, c'est que dans le roman, on la met en quelque sorte en action, en juxtaposant des moments historiques, en les ramenant par rapport à un regard d'aujourd'hui, et ça je pense que ça devient de plus en plus important, plus les nouvelles technologies avancent, plus le monde devient Internet rapide, plus les nouveaux médias prennent de la place, plus l'information continue, et finalement ce que nous avons tout le temps sous les yeux, le roman offre un autre temps. Et en ce sens, il devient beaucoup plus politique qu'il pouvait l'être autrefois. Parce que le temps de la lecture nous permet de, justement, construire un discours, une réflexion pour nous, par rapport à ce que nous sommes en train de lire, et dans le temps long, avec des éléments qui sont justement pas forcément immédiats, des juxtapositions de temps, de lieu, d'espace, qui, à mon avis, fabriquent aujourd'hui vraiment l'espace de la liberté. Et très certainement, je pense que le roman va devenir de plus en plus politique en ce sens-là. Puisque c'est dans le roman, évidemment bien sûr dans les essais, mais aussi dans l'espace romanesque, qu'on peut avoir cette conjonction entre plaisir esthétique et réflexion politique, directement ou indirectement, en tout cas sur notre place par rapport au monde qui nous entoure, et notre relation avec l'histoire, avec ce qui nous a précédé, et donc, bien sûr, avec ce qui va venir. Das ist natürlich ein sehr weiter Begriff von politischer Literatur, die ihr beide jetzt habt. Ich meine, wenn man jemanden nimmt wie Bertolt Brecht zum Beispiel, der hatte ganz klar natürlich noch eine andere Ideologie dahinter. Also der hat an ihn Klassen gedacht und auch zwar bestimmt in der Hinsicht auch geschrieben, wie ihr das jetzt beschrieben habt, aber nichtsdestotrotz war so eine Ideologie dahinter, die heute, glaube ich, bei vielen eben wegfällt, wie du gesagt hast. Was ich aber auch interessant finde in diesem Zusammenhang ist, und das trifft, finde ich, nicht nur auf Literatur zu, sondern das ist zwar gerade auch auf Literatur, aber da geht es auch um Kunstbegriff. Wenn Kunst oder Literatur etwas kann, ist es dieses Verweilen. Ja, gerade im Gegensatz zur Information, wie du gesagt hast, wo alles verhältnismäßig schnell geht, aber hier kann man eben längere Zeit auf einem Problem verweilen und gleichzeitig eben auch die Figuren dadurch vermenschlichen. Aber war so ein Anspruch zum Beispiel, oder war dieses Denken des Politischen in euren Köpfen, als ihr diese Romane begonnen habt? Oui, pour moi, bien sûr, c'était comme je viens de le dire, on va être directement politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de message, il ne s'agit pas du tout de slogan ou
d'aborder des questions à travers justement une idéologie ou une vision partisane des choses, mais au contraire, pour moi, le projet était politique parce qu'il se proposait de donner à voir les choses autrement, c'est-à-dire justement de changer le point de vue qu'on peut avoir sur les relations entre Orient et Occident, et justement remettre en question cette idée même qu'il puisse avoir d'un côté un Orient séparé d'un Occident par une frontière, et que même si cette frontière pouvait plus ou moins se traverser, néanmoins les deux objets étaient définitivement séparés. Et toute l'idée politique qui sous-tend tout seul, c'est de montrer que non seulement les frontières sont extraordinairement mobiles, mais qu'en plus, les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire que ce grand mouvement de domination politique, économique et militaire de l'Europe sur le Moyen-Orient au XIXe siècle s'accompagne aussi d'un grand mouvement en retour qui est en quelque sorte l'orientalisation de l'Europe. Ce cycle, c'est-à-dire qui nous imbrique d'une façon inévitable l'un dans l'autre, le fait que justement on aille à l'école américaine à Téhéran, que petit à petit il y ait des relations de plus en plus complexes et multiples, ce qui dure maintenant depuis près de 1000 ans, depuis les alentours de l'an 1000, et à partir du moment où même où ces deux entités se fabriquent, elles se fabriquent ensemble. Et donc changer le point de vue là-dessus et bien montrer que il ne s'agit pas du tout de deux choses séparées, mais au contraire d'une construction commune dans le même temps avec des éléments passant toujours de l'un à l'autre, ça pour moi c'était un projet très bien. Ja, wenn wir Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten, dann sind wir, das ist gar nicht mal negativ gemeint, aber man ist ja gezwungen, mit Vereinfachung zu arbeiten, damit man überhaupt Wirklichkeit verstehbar macht. Damit man sagen kann, da ist diese Welt, da ist der Westen, da ist dies und jenes, und das ist per se auch gar nichts Neues, sondern es hat es immer gegeben, eine pragmatische Sprache, eine Sprache, in der wir uns verständigen, mit Vereinfachung arbeitet, damit man pragmatisch zu einem zu Beschlüssen kommt oder erklären kann oder Dinge klar und sagen kann, hier ist Europa, da ist die islamische Welt. Das ist nichts Neues und ist auch per se nichts Schlimmes. Nur der Ansatz für Literatur war seit jeher genau dagegen gerichtet. Dass es gegen diese, sozusagen das Korrektiv, gegen diese Art von Betrachtung der Wirklichkeit, sozusagen das notwendige Korrektiv, dass es genau diese Art von Aufteilung aufbricht. Deshalb ich kenne jetzt den aktuellen Roman von Matthias nicht, aber ich kenne frühere Romane von ihm, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Und ich glaube, das gilt auch für viele andere Bücher. Wenn man dann das Werk von ihm liest oder eben andere Literatur liest oder auch von Hedayat liest, eben das Hedayat. Hedayat war zutiefst beeinflusst von Kafka. Und zwar zu einer Zeit, als Kafka noch gar nicht bekannt war in Deutschland. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, in 30er Jahren ist ein Teheraner Schriftsteller, Kafka ist ein Teil der persischen Literatur. Hedayat ist der berühmteste, wichtigste Autor der persischen modernen Literatur. Und was war der wichtigste Autor für den bedeutendsten persischen Autor der Moderne? Ein Prager Jude, den Hedayat schon vorgestellt hat, als ihn kaum noch ein Deutscher kannte und übersetzt hat. Da sehen Sie schon, wie Dinge ineinander übergehen. Und wenn man den Roman von, die Romane von Matthias Inar oder auch andere Romane liest, dann glaube ich, wird man gewisserweise immunisiert dagegen, dass irgendwer kommt und sagt, der Westen oder Deutschland oder gegen diese Art von Sprache, weil natürlich weiß Proust oder spürt, Proust und Hedayat liegen zwei Schritte voneinander entfernt im gleichen Grab und zugleich trennt mich vielleicht unendlich viel von Menschen, die in meinem eigenen Land leben. Und dieses
dieses Wissen mit Literatur zu leben, ich komme noch einmal auf das komme ich jetzt gar nicht mehr von los, von Proust, aber wenn man Proust heute liest, dann diese 4000 Seiten, die es in der deutschen Ausgabe hat, das dauert ja. Das dauert ja eine Zeit lang. Man lebt sozusagen eine Zeit lang mit Proust, sagen wir ein Jahr oder ein halbes Jahr oder zwei Jahre. Man lebt sozusagen in der Zeit 100 Jahre vor uns mit und lebt zugleich in der Gegenwart. Und relativiert alles, was hier passiert, setzt es in ein Verhältnis. Und dieses Relativieren unserer eigenen Wirklichkeit, das nicht absolut setzen, ich glaube, das ist das, was Literatur schaffen kann. Das ist uns sozusagen, wir leben jetzt und zugleich sehen wir uns von außen. Und das bricht die Schablone auf. Jetzt meine ich werde schon sozusagen leicht hysterisch, wenn jemand nicht nur vom Kampf der Kulturen, will ich gar nicht reden, aber das Wort vom Dialog der Kulturen ist ja eine Karikatur. Das heißt, es gibt da zwei Objekte, besondere Objekte, hier der Orient und hier der Okzident, und die müssten sich mal verständigen. Das ist ja schon eine Karikatur der Wirklichkeit. Wo hätten wir beide da Platz in diesem Dialog? Säßen wir auf der Seite des Okzidents, säßen wir auf der Seite des Orients? Das heißt, selbst dieses Konzept des Dialogs ist ja nur eine gut gemeinte Replik, eine gut gemeinte Bestätigung des Wortes vom Kampf der Kultur. In Wirklichkeit laufen Konfliktlinien innerhalb, immer notgedrungen, innerhalb der Gesellschaft. Dort sind all die Konflikte vorhanden. Und ich glaube, dass in dem Sinne, etwas pathetisch gesagt, Leser von Literatur, ich glaube, es gibt immer, ich weiß, es gibt so viele Gegenbeispiele und ich werde immer wieder so oft belehrt von der Wirklichkeit, aber ich verstehe das nicht so ganz, warum ein Leser von bestimmten Romanen politisch dennoch so einfach denken kann. Ich weiß, es gibt es, aber ich als Leser begreife das immer nie, weil ich denke, er hat es doch gelesen. Er muss doch wissen, dass es viel schwieriger ist. Also ich glaube, wir sind uns einig hier, dass es diese, nennen wir es mal, Vermählung von Okzident und Orient längst gibt. Es ist auch, also wenn man Husserl liest, da ist es ja so, dass beide Hauptfiguren, wenn man so sagen kann, also sowohl Franz als auch Sarah. Sarah, das fiel ja schon, sie sagt, alles ist miteinander verwoben. Ja? Und bei Franz, der ist Musikologe, der guckt eigentlich, welche sogenannten westlichen Musiker tatsächlich durch den Orient beeinflusst waren. Und im Buch sind das nicht nur Musiker, es sind Architekten, es sind Literaten, und das ist unfassbar, wie viele. Ja? Das ist eben nicht nur Rückert jetzt, der Haarfüße übersetzt hat, es ist nicht nur Goethe, ja, mit seinem westöstlichen Divan. Also es ist eben, wie gesagt, Kafka zum Beispiel, oder es sind, also was die Musik anbelangt, Beethoven, Schubert, Rimsky-Korsakow, Bizet, also es ist so, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele. Ne? Das Interessante an dieser Sache ist eben, dass man sich dann tatsächlich fragt, wie kann es eigentlich sein, dass wenn man das gutiert, ja, hört und so weiter, dass man sich trotzdem nie damit beschäftigt, eigentlich, woher kommen gewisse Dinge eigentlich, sondern tatsächlich noch immer da, ist, aber auch von unserer Seite aus, ja eben Kulturen trennt. Woher kommt das denn? La question n'est pas qu'il n'y ait pas de différence, c'est que le fait que on communique, on prenne des choses l'un de l'autre, on s'influence, on apprend des langues étrangères, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une question de la localité qui se joue pas. Non. Ça ne veut pas dire que tout est partout pareil. Mais, et donc évidemment que les différences existent et sont là. D'un côté, il y a par exemple, l'islam est une réalité tout à fait différente de la chrétienté, sauf que l'islam est lui-même extraordinairement divers, comme aussi autant que la chrétienté est diverse. Et il y a des musulmans en Europe depuis le 9e siècle, de la même façon qu'il y a des chrétiens en Orient depuis toujours. Donc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de différence. Non. Mais en même temps, ce qui est, à mon avis, extraordinairement intéressant, c'est de voir comment l'histoire de l'humanité, qui est une histoire de domination, du petit seigneur féodal sur ce qui l'entoure,
une domination de l'Empire sur ce qui est plus grand, une domination de l'un sur l'autre, cette espèce de grande histoire de la violence, et qui est aussi l'histoire de l'humanité. Finalement, elle a fabriqué des noms qui sont devenus énormes, et sur lesquels on a rajouté toujours de plus en plus de concepts pour les rendre de plus en plus gros, parce que les noms ont aussi une histoire. Cette histoire de l'Orient et de l'Occident, par exemple. Quand est-ce qu'au départ, l'Orient, c'est juste une direction. C'est ce qui donne en français le mot orientation, par exemple. L'orientation, c'est trouver l'Est, d'abord. C'est orienter les églises, les mettre dans la direction de Jérusalem. Et puis, petit à petit, ça va devenir autre chose. Ça va se charger. Le mot lui-même va avoir toute une histoire et se charger d'images, de représentations, de plus en plus grosses, qui ont aussi leur historicité. Et c'est ça qui rend les choses extraordinairement complexes. C'est finalement la très longue histoire aussi de la littérature elle-même, qui rajoute du texte, du corpus, des visions. Vous venez de parler de Goethe. Quand Goethe écrit le Westliche Divan, bien sûr, son idée de l'Orient, il la doit aux lectures du Divan de Rofes de Rückert, à ce qu'il a pu apprendre de l'arabe. Goethe apprend un peu d'arabe. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, on a des traces de son écriture en arabe. Mais son image de l'Orient, elle est bien évidemment bien différente de celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que Goethe lui-même rajoute à ce corpus. Il rajoute en Europe l'idée de cet Orient amoureux, justement, de la passion, et dont il gomme, lui, tout le côté mystique, par exemple. Hein, Goethe, pour lui, la passion persane, c'est avant tout une histoire d'amour de personne, et plus tellement tout l'aspect symbolique qu'il ne connaît pas vraiment, qu'il y a derrière dans la poésie classique persane, où les figures sont des symboles. Et petit à petit, on va développer comme ça des espèces de grandes images, de superpositions extraordinairement complexes. Le despote oriental, par exemple. L'Orient du désir, l'Orient des harems, l'Orient. Et tout ça, ce sont des images, des représentations qui vont avec un nom. Il est aussi facile de s'en débarrasser que de s'en servir. C'est-à-dire qu'on les convoque ou on les convoque pas. Le problème, c'est que bien souvent dans nos médias, dans les journaux, mais aussi dans une partie de la littérature, dans le cinéma, ces concepts sont convoqués presque à notre insu. Et avec eux, tout ce qu'ils ont véhiculer de sens. C'est la même chose pour le mot Occident. Le mot Occident est peut-être extraordinairement connoté négativement en Orient, justement. L'Occident dominateur, l'Occident colonialiste. Mais tout ça aussi, ce sont des images, des constructions qui viennent, pour la plupart du 18e et du 19e siècle, de justement le grand mouvement de domination coloniale. Et qu'est-ce qui nous appartient, je pense, à nous, littérateurs, aujourd'hui, et hommes et femmes de bonne volonté, c'est de justement essayer de toujours avoir, ce qui n'est pas facile, parce que on emploie des termes géographiques, Est, Ouest, Orient, Occident, moi-même je les emploie sans parfois même m'en rendre compte. Mais c'est de justement toujours avoir en tête l'histoire et toutes les représentations qu'on a pu ajouter, accumuler sur ces noms, hein, jusqu'à les rendre des choses quand même assez puissantes. Et même si, au fond, si on creuse un peu, on se rend compte qu'elles n'ont pas de réalité en elles-mêmes. Nur kurz dazu, die Öffentlichkeit funktioniert ja im Moment trotzdem so, dass gerade Feindbilder aufgebaut werden und eben nicht das Gemeinsame. Ja, kann ich vielleicht ganz anknüpfen. Goethe hatte ja ein sehr schwärmerisches Bild von Orient. Und ein Punkt, wo ich etwas widersprechen würde, aber das führt dann vielleicht zu weit, um es auszuführen. Ich glaube, Goethe hat schon sehr, sehr genau um die religiösen Schwingungen bei Hafis und Rumi gespürt und hat sie in seinen eigenen Gedichten auch übertragen. Aber interessant ist ja, dass Goethe dieses und auch Rückert und Heine und all die dieses positive Bild vom Orient, dieses schwärmerische Bild vom Orient hatten zu einer Zeit, als sie kaum Kontakt hatten. Es war sozusagen als der Orient fern war. Und ich glaube, das führt uns zu einer ganz interessanten Beobachtung. Je
Wir glauben immer, wir haben die Konflikte entstehen, wo Verschiedenheiten da sind, wo man sich fremd ist, wo Feindbilder entstehen können. Ich glaube, ganz häufig ist es genau umgekehrt. Das, was ich beschrieben habe, oder was wir beide beschreiben, an Verschlungenheiten, an Uneindeutigkeiten, auch zwischen Ost und Okzident, zwischen Überläufen, ich glaube, die Konflikte entstehen gerade dort. Und nicht dort, wo man sich ohnehin nichts miteinander zu tun hat. Sie entstehen dort, wo Welten miteinander kommen. Ich habe ja jetzt mein Leitfaden für den Abend gefunden mit der Recherche, war es nicht geplant, aber nehmen wir die Figur des Albert Bloch in der Recherche. Das ist ja gerade der moderne Antisemitismus entsteht zu einer Zeit, wo die meisten Juden, etwas in den Städten, in Deutschland, in Frankreich, sich assimiliert haben. Albert Bloch ist derjenige in der Recherche, der am französischsten ist, der sozusagen am gekünsteltsten spricht, der die Tradition am besten kennt, die französische Tradition, der immer besonders gut sein will als Franzose. Und genau der ist derjenige, der genau diesen Antisemitismus sozusagen mitbekommt, der entsteht genau in dieser Zeit. Und wir, genau zu der Zeit sozusagen, wo die Kulturen sich eigentlich gesellschaftlich näher kommen, muss man die Unterschiede betonen. Man spricht über den Juden, damals übrigens über den Orientalen. Der Jude war sozusagen der Orientale. Das kann man ja auch wieder wunderbar bei der Recherche beobachten. Der Jude war identisch, synonym mit dem Orientalen, mit dem Orientalen, mit der ganzen Physiognomie. Man hält sich fest an den Unterschieden, die man irgendwie noch auffinden kann, gerade weil der andere bedrohlich nahe gekommen ist. Und auch heute sehen wir doch, dass der Islam, vor 20 Jahren sprach noch niemand über den Islam, da war sprach von Türken, von Arabern, von was weiß ich. Plötzlich ist jeder Vergewaltiger und jeder auch Landtagspräsident in Stuttgart gewählt, plötzlich ist er ein muslimischer Landespräsident, in London ein muslimischer Bürgermeister, also nicht nur im Negativen bei den Vergewaltigern, sondern auch im Positiven wird immer gesagt, ein muslimischer. Das war vor 10 Jahren, spielte es noch keine Rolle. Warum? Weil diese Welten einfach nicht mehr so sozusagen zu trennen sind. Wir spüren das, also halten wir uns an bestimmten Unterschieden fest und wir versuchen sozusagen, die Selbstmordattentäter aus unseren eigenen Vierteln, aus dem Banlieue, die ja doch ihrem ganzen Wesen nach westlich sind. Sie sind hier sozialisiert worden, sie sprechen kein Arabisch, sie wachsen mit westlicher Popkultur oder Rapkultur auf. Sie sind im ganzen Wesen nach, sind es Menschen von uns. Es wäre ja einfach, wenn wir sagen könnten, sie kommen aus irgendwelchen afghanischen, dann könnte man sie ja sozusagen mit Bomben vielleicht bekämpfen, aber sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und das macht es ja nicht einfacher, das macht es schwieriger. Das heißt, diese Diagnose, die wir, glaube ich, beide sehr ähnlich stellen, ist es keine Diagnose, die jetzt Dinge verharmlost, sondern die erst die Komplexität und dann die Schwierigkeit auch von Konflikten erkennbar macht. Denn was machen wir denn jetzt mit dieser Wirklichkeit, die so übereinander gehäuft und schwierig ist? Es wäre ja einfach, wenn man sagen könnte, die sollen alle weg. Aber wenn sie Teil unserer Wirklichkeit sind und es die Konflikte gibt und die Gewalt gibt, dann macht es ja Lösungen noch umso schwieriger. Wir können ja nicht anbieten zu sagen, ja, wenn sich alle jetzt Goethe lesen oder wenn alle sich beschäftigen mit Literatur, dann sind morgen die Probleme weg, sondern die Probleme sind ja vorhanden. Es sind Probleme sozialer, teilweise auch religiöser Art und sie werden uns in 5 oder 10 Jahren noch beschäftigen. Aber es sind unsere eigenen Probleme und die sind nicht aufzulösen in Kategorien wie Ost und West. Aber ist es nicht trotzdem so, dass zum Beispiel gerade das Feindbild Islam, wie wir es jetzt hier erleben, dass das natürlich auch sehr viel mit dem IS zu tun hat? Das heißt, dass die Leute eine Gefahr sehen in Ländern, ja, wo sie denken, das ist jetzt, da wird eine Ideologie hochgehalten und die schwappt halt eben über Menschen, die zwar meinetwegen in den Banlieues oder wo auch immer groß werden, aber das schwappt von darüber. Ist das nicht das Bild? Naja, aber das Problem ist doch, dass der IS, solange er nur Iraker und Syrer betroffen hat, uns herzlich wenig interessiert hat. Wie groß war das Desinteresse an der Revolution in Syrien, solange sie säkular war? Wie groß war das Desinteresse, als die IS Mosul überfallen hat, eine Millionenstadt? Das heißt, erst in dem Augenblick, wo der IS
in Paris eine Bombe gelegt hat, durch Leute, die aus unseren Vierteln kommen, wurde er zu einem Thema. All die Jahre davor haben, ich weiß nicht, ob Matthias das ähnlich fand, Leute wie ich, haben ja versucht, darauf hinzuweisen, auf diese reale Gefahr des IS, die ja nicht nur den Westen betrifft, sondern zunächst einmal die Iraker und die Syrer betrifft. Und dort eine Art von Zustand einer Massenvertreibung, Massenvergewaltigung, Massenversklavung hervorgerufen hat. Und insofern ist dann der IS dann ein Problem geworden, als er hier in unseren Vierteln auftauchte, hier in Paris Bomben gelegt hat und hier Menschen ergriffen hat. Und klar, dann gibt es dieses Feindbild, das ist ja eine reale Gefahr. Aber auch wiederum der Gefahr des IS ist doch nicht so, dass der IS etwa nur den Westen bedroht. Das ist doch wieder eine fatale Konstruktion. Der IS bedroht zunächst einmal die Menschen, die in der Region sind. Man kann sagen, der IS zieht, schätzungsweise mal, die Zahl ist im Kopf, sagen wir 7.000 Europäer an, 5.000 oder 4.000 junge Menschen, die vom IS gefangen sind und die gehen dann dahin. Aber es sind 2 oder 5, 3 oder 4 Millionen geflohen vor dem IS. Das ist doch das Problem, was wir heute haben in den europäischen Städten, dass Menschen vor diesem Problem fliehen. Also, die fliehen doch nicht, weil sie Anhänger des IS sind, sondern weil sie das gleiche Problem haben mit dem IS. Und wenn wir in Kategorien denken, wiederum der Islam und Westen, dann machen wir doch genau das Spiel, das der IS haben möchte, dass er sozusagen aufteilt. Der IS sagt Westen, Islam. Aber wenn das so einfach wäre, dann müsste man doch erklären, warum die Bevölkerungszahl von Mosul heute ein Drittel von der Bevölkerungszahl ist, die sie noch hatte, als der IS noch nicht in Mosul war. Das heißt, 2 Drittel der Bevölkerung von Mosul sind geflohen vor dem IS. Doch nicht, weil der IS so islamisch ist, sondern weil sie das als Gefahr. Und hier zu verstehen, das ist unsere gemeinsame Gefahr. Das ist unser gemeinsamer Feind. Das ist doch das, was wenn wir irgendwie versuchen, dagegen wollen, anzugehen. Zugleich muss man, wenn ich diesen Gedanken noch hinzufügen darf, auch hier die politischen Zusammenhänge nicht verstecken. Die IS, die Ideologie des IS ist wahhabitisch. Wir haben seit 20, 30 Jahren haben wir ein enges Bündnis mit Saudi-Arabien. Ein extrem enges Bündnis mit Saudi-Arabien. Und wenn wir dieses Bündnis nicht angehen, dann werden wir das Problem des IS nicht loswerden. Die Ideologie des IS kommt aus Saudi-Arabien. Die Moscheen in Belgien, im Viertel Molenbeek, sind finanziert von Saudi-Arabien. Zugleich ist Saudi-Arabien unser engster Bündnispartner in der Region. Und das ganze Gerede vom Kampf der Kulturen hilft auch, darüber hinwegzusehen, wie die politischen Zusammenhänge sind. Wenn wir das Problem des IS angehen wollen, dann müssen wir über unser Bündnis mit Saudi-Arabien sprechen. Und das nimmt in den Zeitungen sehr viel weniger Raum ein als der Kampf der Kulturen. Möchtest du was hinzufügen? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une des questions sans doute les plus tristes et les plus troublantes des derniers temps. La France essaye toujours de vendre de plus en plus d'armes à l'Arabie Saoudite, par exemple, considère comme un partenaire, presque un allié important, tout en sachant très bien de l'autre côté, et c'est ça qui est absolument inconcevable, c'est-à-dire qu'à la fois on vend des armes, on traite, on travaille énormément avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces gens-là, et de l'autre côté, on sait très très bien que effectivement c'est cette version extraordinairement minoritaire et extraordinairement violente de l'islam qui est en train de se répandre sur le monde grâce à l'argent de toutes ces fondations. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas uniquement le gouvernement, c'est aussi des personnalités qui ont énormément d'argent, des fondations, enfin bref, tout un réseau de financement pas toujours très clair, mais dont on sait d'où ils viennent. Et c'est vrai que ça c'est un drame terrible, et c'est une des grandes contradictions de non seulement de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Quoique les États-Unis maintenant sont en train un peu pas de changer d'avis, mais en tout cas un peu
peut-être de revoir un peu leur position vis-à-vis du Conseil de coopération du Golfe, mais le drame de Daesh, comme tu l'as très bien dit, c'est que c'est avant tout la destruction pour les Irakiens et les Syriens. Ce sont des centaines de milliers de morts, des gens réduits à l'état d'esclaves, à Raqqa, des résorts, à Mossoul. Et en plus, avec cette espèce d'immense hypocrisie du régime de Bachar al-Assad, qui a été de les laisser faire. Il ne faut pas oublier ça. Bachar al-Assad est effectivement l'ennemi de Daesh, et combat plus ou moins officiellement Daesh, qu'il a laissé s'installer parce que ça lui donnait tout à fait d'abord une légitimité en disant « Ah mais moi je suis le rempart contre tous ces groupuscules islamistes. » Et évidemment, et ça c'était un jeu très malin qui fait qu'il a pu se maintenir au pouvoir. C'est un excellent tacticien, même. Et il y a une espèce d'immense hypocrisie sur le conflit syrien, quelque chose qui moi me touche de très près, j'ai habité longtemps en Syrie. Et cette façon de dire, oui, évidemment, on sait où se trouvent les clés. On sait qu'elles sont à Moscou, à Téhéran, à Damas, à Riyad, à Ankara. Mais on ne fait rien pour autant. Effectivement, c'est complexe. Mais depuis des années maintenant, on voit la situation empirer. On voit comment est-ce que la population syrienne... on est réduit soit à la mort, soit à l'exil. On voit comment un pays est complètement détruit, rasé, toutes ses infrastructures détruites, il ne reste plus rien. Et on est absolument impuissant. Et même quand les réfugiés syriens ont l'audace de prétendre améliorer leur situation en émigrant plus ou moins vers l'ouest, on dit non, restez plutôt chez les Turcs, là-bas, vous serez bien. Absolument atroce. C'est surtout une espèce de... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, surtout, je parle de la France et d'Espagne, sont les pays que je connais mieux sur ce plan très précisément politique. C'est l'absence de pouvoir politique au sens électoral. Pourquoi est-ce que les Français, par exemple, n'ont pas accueilli de réfugiés? Pourquoi est-ce que les Espagnols en ont accueilli, je crois, 50 ou 70 officiellement? Parce que c'est pas parce qu'ils n'auraient pas la possibilité, on peut pas me dire qu'un pays de 60 millions ou 70 millions d'habitants comme la France ne pourrait pas accueillir 100 000 personnes ou 150 000 personnes dans des conditions décentes comme l'Allemagne l'a fait. C'est juste parce que ça, c'est mal vu par l'électeur. Et quand on est dans une situation politique de faiblesse, où on se dit qu'on n'a pas envie de perdre les élections, alors on ne prend pas ce genre de décision, parce que c'est impopulaire. Ce qui est d'une lâcheté absolument incroyable, et d'un manque de responsabilité inouïe. Déjà, l'Europe savait, ça fait des années que tout le monde sait qu'il y a des millions de réfugiés qui sont obligés de fuir leur pays. Personne n'a pris aucune mesure. Pourquoi? Parce que personne ne voulait être celui qui dirait « Non, il va falloir s'organiser, il va falloir répartir ces gens ». Et c'est d'une double lâcheté, parce que ça condamne les pays limitrophes, comme la Grèce, évidemment, mais aussi les pays des Balkans, qui sont parmi les plus pauvres d'Europe, à être ceux qui font face à cela. Et ça nous amène à faire des accords absolument honteux avec la Turquie sur les réfugiés, on dirait une espèce de troc, vous savez, presque du marchand d'esclaves. Alors je vous en échange, on va vous les ramener, puis vous les garder... Et puis en échange, vous pourrez venir chez nous peut-être. Enfin, si on le voit froidement, c'est absolument incroyable qu'on soit arrivé là. Ja, also offensichtlich ist Ethik so stark von Politik getrennt mittlerweile. Und man muss ja auch wirklich fragen, ob nicht Flüchtlinge wirklich, ihr habt es angesprochen, durch Waffenlieferungen alles Mögliche, ob man nicht wirklich davon reden kann, dass auch die europäische Politik Flüchtlinge schafft, regelrecht. Naja, das tut sie bestimmt, aber das ist das
Könnte man jetzt einiges zu sagen, also etwa das Bündnis der Europäer mit Diktatoren im Nahen Osten, mit Mubarak, mit Ben Ali, dem Sarkozy ja noch Waffen liefern wollte, um die zu niederzuknüppeln und zu niederzuschlagen. Also das, es ist ja nicht so, dass man mit diesen Menschen nicht reden durfte. Man, natürlich kooperiert man, wie man mit Putin kooperiert, aber man muss sich doch, man überlegt den Niedergang Europas, wann hat er begonnen? Da hat er ja nicht begonnen in der Finanzkrise, sondern das politische Projekt ist ja schon lange vorher, indem es reduziert worden ist auf die Ökonomie. Und die geistige Idee Europas, die hat er schon lange vorher an Kraft verloren. Wenn man ein Europäer ist im Geiste, dann lässt man sich nicht von Mubarak in den Urlaub einladen. Man macht Geschäfte mit ihm, meinetwegen, oder man kooperiert mit ihm, aber diese Art von, wie Berlusconi, die Hand von Gaddafi zu küssen, diese Art da ist wirklich schon Jahre vorher die Idee Europas auf den Hut gekommen. Nehmen Sie meinen Großvater, nehmen Sie Hidayat. Diese Menschen, für die war Europa eine Idee. Das war kein Kontinent, das war eine Idee von Gleichheit, von Gerechtigkeit, von Partizipation. Dieser Großvater kam nach Europa und er sah die Republik. Er sah Frankreich. Er sagte, ich bin hier, werde als Nicht-Christ, werde ich gleich behandelt. Die Tochter, ein ganz kleines Beispiel nur, meine Cousine, die Enkelin von diesem Großvater, die behindert war, wurde hier in einem christlichen Behindertenheim versorgt. Und zwar, als ob sie eine Deutsche wäre, als ob sie eine Deutsche wäre. Das war für ihn Europa. Dass es diese nationalen Unterschiede nicht gibt, dass sie ein Mensch ist. Und wenn man schaut, die Gründungsgeschichte der Europäischen Union, die hat ja nicht Anfang, Ende der 40er Jahre begonnen, das ist eine Idee des 19. Jahrhunderts. Sie hat begonnen gegen den anwachsenden Nationalismus. Deshalb waren Juden so stark in der jüdischen, oder es waren Exilanten, Heine, Leute, die gerade nicht aufgingen in dieser Volksgemeinschaft. Weil diese Volksgemeinschaft sprach ja auch von Freiheit, aber sie meinte immer nur die eigene Freiheit, die Freiheit der ethnisch definierten Gruppe. Und dann fielen die Juden, die Randständigen, die Künstler, Intellektuellen fielen raus. Und deshalb hatten sie immer diese Idee eines Europas, das gegen diese Idee einer Volksgemeinschaft da ist. Und durch den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, wurde diese naive, romantische, intellektuelle Idee durch Visionäre, wurde sie ermöglicht, weil man gesehen hat, dieser Nationalismus hat Europa in Trümmern gelegt. Und es war dieses Momentum, dass kluge Politiker genutzt haben, um diese europäische Idee verwirklichen zu können. Aber wenn man die Schriften liest von diesen Politikern, von Jean Monnet, wirklich sehr interessant, da ging es der Kohl und Stahl zusammen, der ganz praktisch gedacht hat, aber es ging immer um die universale Idee der Aufklärung. Es war niemals, Europa war nie begrenzt geografisch, und es ging wirklich, es war die Idee einer besseren Welt, so pathetisch. So pathetisch dachte Jean Monnet. Er sprach damals schon von Afrika, von der gerechteren Welt wie Afrika auch. 49, 50. Das heißt, Europa war eine Idee und nicht eine Zweckgemeinschaft, in der es darum ging, möglichst günstig wirtschaften zu können, einen gemeinsamen Markt zu haben. All das war das Vehikel, um diese Idee der Gerechtigkeit, der Egalität, der Brüderlichkeit voranzutreiben. Aber wenn dann Europa reduziert wird auf eine große Wirtschaftsgemeinschaft, denn wenn gesagt wird, wenn der Euro fällt, wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa, wie es Bundeskanzlerin Merkel gesagt hat, dann reduziert man das europäische Projekt auf die Idee einer Zwecksgemeinschaft. Und dann beginnt man zu rechnen. Dann beginnt man, naja, aber wenn die Griechen so viel Geld kosten, das lohnt sich doch für uns gar nicht. Also wenn man Europa reduziert auf die Idee einer Zweckgemeinschaft, dann wird es immer jemanden geben, für den sich Europa gerade nicht rechnet. Und weil man die Verträge jetzt gerade so geschlossen worden sind, wie sie geschlossen worden sind, durch das Scheitern der Verfassung, einer europäischen Verfassung, ist es nun mal so, dass nicht das Parlament, sondern der Europäische Rat herrscht und dass die Nationalregierung, die nicht verantwortlich ist in einer europäischen Öffentlichkeit gegenüber, sondern ihren nationalen Öffentlichkeiten gegenüber, die auf ihre nationalen Interessen regieren. Das heißt, wir haben eine Struktur geschaffen in Europa, die per se nicht europäisch denkt, sondern immer die nationalen Öffentlichkeiten zufriedenstellen will. Und das ist die große Blockade Europas. Deshalb werden ganz gesamteuropäische Projekte nie gelingen,
weil die Politiker, die das beschließen, nicht der gesamteuropäischen Öffentlichkeit, wo sie vielleicht 60% Zustimmung hätten, sondern immer nur ihre nationalen Gemeinschaften und zugleich diese nationalen Gemeinschaften, weil ja Europa, weil man das Scheitern Europas so wunderbar vorführen kann, man hat es ja geschafft, dass dieses Europa institutionell immer weiter scheitert, indem man diesen Europäischen Rat so stark gemacht hat. Man kann also wunderbar das Scheitern Europas vorführen und kann wunderbar diese nationalen Gemeinschaften wieder vorantreiben. Und wir bewegen uns gerade sehr schnellen Schrittes auf eine sehr gefährliche Wiederentdeckung dieser Volksgemeinschaften zurück. Das ganze Gerede dafür, gehört der Islam zu Europa, gehört der Islam zu diesem und jenem, in all den Gemeinschaften, geht ja darum, diese homogene Volksgemeinschaft zu definieren, wie es Herr Orban macht. Das ist ja, wenn man Herr Orban zuhört, dann meint er genau das. Eine homogene Gemeinschaft. Er hat nichts gegen Muslime, solange sie dort bleiben, wo sie sind. Und wenn man in Deutschland der AfD zuhört, ist es genau diese Idee. Weshalb man einer muslimischen Landespräsidentin nicht gratuliert, gestern in Stuttgart. Nicht, weil sie demokratisch oder weil sie der Grünen angehört, sondern weil sie dieser Gemeinschaft nicht angehört, dieser Volksgemeinschaft. Und wenn wir haben sozusagen eine Sackgasse geschaffen und im Augenblick sehen wir, wie immer stärker in diese Sackgasse dieser Nationalstaat sich aufblähen wird. Und wenn es uns nicht gelingt, gesamteuropäisch, sagen auch eine europäische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, dann wird etwas passieren, was ich vor 2 Jahren noch für völlig unmöglich gehalten hätte, dann wird diese Europäische Union scheitern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir so weitermachen, dann wird das schneller gehen, als wir dachten. Und diese mit unserer Generation, die dieses europäische Erbe, diese Europa geerbt hat, mit unseren Vätern, diese Generation wird verantwortlich sein dafür, dass diese europäische Idee zugrunde geht. Aber gerade das Ökonomische ist ja das, was weitergetrieben wird ohne Ende. Also Stichwort TTIP zum Beispiel. Es geht ja eigentlich nicht mehr um die einzelnen Menschen. Es geht auch nicht mehr, wir haben kein Primat des Politischen überhaupt mehr. Es geht um eine Aushebelung der Demokratie regelrecht. Und da ist natürlich die, und wir haben führende Politiker, die aber ständig argumentieren, die vielleicht sogar noch diese utopische Idee haben, aber die trotzdem argumentieren, wenn wir jetzt aussteigen aus diesen Dingen, ja, dann zerbricht alles. So als müsste man immer weiter gehen, immer weiter und hoffen dabei, dass sich was ändert, obwohl man nichts tut. Einstein hat das übrigens Wahnsinn genannt. Ja, das Problem ist aber, dass die Opposition gegen diese Wirtschaftsgemeinschaft, also gegen dieses Primat der Ökonomie, leider eben nationalistisch geführt wird. Das heißt, wenn wir all die linken Parteien in Europa sehen, sie argumentieren ja wieder mit dem Nationalstaat. Als Podemos die Wahl in Spanien diesen großen Erfolg hatte, war das Erste, was der Iglesias gesagt hat bei der Wahlparty, Spanien zuerst. Dass in Frankreich Tsipras mit den Rechtspopulisten koaliert, ist kein Zufall. Das heißt, die Antwort auf diese Primat der Ökonomie ist leider der Linken, ist leider nicht eine gesamteuropäische, sondern ist eine Rückkehr zum Nationalstaat. Und das macht es sozusagen nochmal, denn die Antwort müsste eigentlich sein, eine Rückeroberung des europäischen Raums, wo ich dir recht gebe. Aber ich sehe diese Antwort nicht, weil die Linken genau in den gleichen Muster denken, wie leider die Rechten auch. Aber das ist halt eben das, was du auch vorhin angesprochen hast. Ich glaube einfach, dass da tatsächlich... Ich frage mich, ob dieser nationale Gedanke tatsächlich eben nicht nur dazu da ist, um es ganz platt zu sagen, um wiedergewählt zu werden. Du hast das gerade erwähnt, dass man eigentlich im Endeffekt auch dabei natürlich nicht mehr wirklich an Europa denkt, sondern wirklich an die eigenen politischen Freunde. Oui, c'est sûr, c'est la fois que c'est cette forme de démocratie parlementaire que connaissent à peu près tous les États d'Europe dans leurs différences. Le jeu électoral est une des malédictions finalement de ce système qui fait que j'ai mon calendrier électoral français, par exemple, si je suis président de la République ou Premier ministre, député français. Et bien évidemment, ceux qui vont me remettre au pouvoir, ce sont mes électeurs français. Et mes médias aussi s'intéressent, donnent
Et c'est assez intéressant, ça, quand on se déplace en Europe, de voir justement comment est-ce que en Allemagne, en France, en Espagne, on ne voit pas les choses de la même façon, même quand il s'agit d'histoire européenne, parce que les médias sont aussi nationaux. Hein. Et donc, finalement, c'est l'Europe, c'est quelque chose qui existe concrètement, dont on peut se rendre compte tous les jours, mais qui est formé effectivement plutôt d'une somme d'États nationaux réunis tant bien que mal, plutôt que d'un véritable espace commun. Ça aurait peut-être pu être le cas si le projet de constitution n'avait pas justement été envoyé à l'eau par les Français d'abord, qui n'ont pas par référendum, qui ont voté non pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'Europe, justement. Mais qui avait à voir avec le président français de l'époque, Jacques Chirac. Donc, on voit bien à quel point les deux niveaux sont quand même toujours liés. C'est-à-dire que c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Et effectivement, les intérêts locaux jouent sur les intérêts de l'ensemble que sont l'Europe. Et effectivement, sur le plan économique, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi ? Parce que si j'ai des usines, je ne veux pas que mes usines ferment parce que moi je vais avoir des chômeurs et puis ils n'en pensent pas. Enfin bref, tout ça c'est quand même très, très fermé sur le plan local encore. Même si l'Europe est quand même une construction, j'espère, solide et puissante. Je voudrais revenir sur cette idée qu'il y a toujours une idée, un rêve européen intellectuel. Il y avait un rêve européen des années 1900-1920, justement, mais aussi au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la première Europe, non, il y a peut-être même une avant, d'ailleurs, qui serait l'Europe de la Renaissance, où les idées, les livres commencent à circuler, l'impression fait que les idées s'échangent, et peut-être même une Europe antérieure, qui serait l'Europe latine, où justement, là aussi, on échange énormément en latin. La langue des intellectuels européens, c'est le latin, et ils se comprennent partout et écrivent partout la même langue. Et le XVIIIe siècle, quand on lit les mémoires de Casanova, qui sont sans doute un des chefs-d'œuvre de la littérature du XVIIIe siècle, on a de Casanova cette image de quelqu'un de justement de futile, d'un un peu licencieux. Bon, c'est vrai, il parle aussi évidemment de son amour pour les femmes, mais c'est aussi un très très grand livre justement sur l'Europe, sur la circulation des idées, la circulation des intellectuels, des gens qui parcourent avec une liberté incroyable entre deux guerres ou deux emprisonnements, qui vont de Venise à Paris, en Allemagne, qui vont jusqu'en Turquie, qui reviennent, qui changent et qui construisent déjà cette première idée qui finalement va déboucher quelques temps plus tard sur la Révolution française, qui ensuite essaiera à son tour de décéder en Europe. Mais la Révolution française, on voit ça très très bien dans ces histoires, ces mémoires de Casanova, on sent que c'est vraiment un événement particulier d'un mouvement européen. Et parce que les circonstances justement locales étaient prêtes et nous donnaient ça. Et donc finalement, est-ce que l'Europe, ce serait pas, c'est une question que je pose, vraiment quelque chose qui a toujours été là, ou des formes, cette idée d'Europe. Est-ce qu'elle n'a pas toujours été de toute façon là, depuis bien longtemps ? Des formes, des façons différentes. Et est-ce qu'on a réussi à réaliser maintenant, aujourd'hui, sous cette forme-là, celle qu'on connaît ? Est-ce que c'est pas voilà, des rares fois où on a pu, sur un plan d'égalité et dans la démocratie, plus ou moins, réussir une construction politique, imparfaite, certes, mais qui poursuit cette longue idée d'échange et d'Europe qu'avaient déjà les intellectuels depuis très très longtemps. Aber in dem Moment, wo tatsächlich, also wo die Idee, die ursprüngliche Idee, mit dem, was wir tatsächlich vorfinden, so weit auseinander ist und wo auch schon in den 50er Jahren gerade das ökonomische Denken Europas, das nahm da ja schon seinen Anlauf. Das ist ja nichts Neues, was in den letzten paar Jahren passiert ist.
Und wenn das so divergiert, wenn das so weit auseinander liegt, dann ist doch die Frage, wie kann man das überhaupt noch angleichen? Weil was ich im Moment sehe, sind tatsächlich nur Strömungen, die in die andere Richtung gehen, also die gegen die Idee gehen. Das stimmt nicht. Also wenn man jetzt mal auf Polen schaut, die größte Demonstration der polnischen Nachkriegsgeschichte, oder der jedenfalls seit der Solidarność, war vor kurzem in Polen und mit europäischen Flaggen für Europa. Das heißt, in dem Augenblick, und das ist, das werden wir wahrscheinlich in vielen Ländern erleben, wenn die Menschen spüren, man kann ja jetzt genau sehen, wie die Nicht-Europäer, also die, die das europäische Projekt ablehnen, was für ein Gesellschaftsmodell sie haben, wie sie leben möchten. Man kann das in Ungarn sehen, Abschaffung der Gewaltenteilung, Stromlinienförmigkeit der Medien, Hetze gegen Minderheiten, die Justiz ist nicht mehr unabhängig. Also all das, was in Ungarn gemacht wird, jetzt auch in Polen versucht wird, was teilweise anderswo auch versucht wird, das sind ja konkrete Dinge. Und in dem Augenblick, wo wir spüren, dass unser Leben verändert wird, genau wie bei den Terroranschlägen, wir haben uns erst bewegt, als es uns selber betraf. Wenn wir merken, da geht es ja nicht nur um Muslime, da geht es ja nicht nur um abstrakte Dinge, sondern es geht darum, eine andere Gesellschaft zu schaffen, in der zum Beispiel Minderheiten nicht die gleichen Rechte haben, in der sexuelle Freiheiten nicht mehr so möglich sind, in der Abtreibung nicht erlaubt ist. Alles hängt ja damit zusammen. Das sind ja alles die Dinge, die dieser Rechtspopulismus überall vorantreibt, homosexuelle Rechte beschränken. Die Art und Weise, wie dort Kirche vertreten wird, von Menschen, die selber noch nie in ihrem Leben vielleicht besonders religiös waren, aber jetzt Kirche, Christentum als Identitätsmerkmal heranziehen, wie Herr Orban. Und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das einen Widerstand auslösen wird. Und dass man dann in dem Augenblick, wo klar wird, wenn wir nichts tun, dann ist die Zukunft das, dass sich Menschen auch formieren werden, wie in Polen jetzt und auch anderswo. Und das muss auch geschehen. Wenn in dem Augenblick, wo etwas real wird, wenn in Frankreich Le Pen eine reale Möglichkeit ist, dass sie gewählt wird, dann weiß man doch, dann kann man ahnen, was das konkret bedeutet. Nicht nur für die Muslime, sondern für jeden Franzosen. Wenn in Österreich die FPÖ gewinnt, dann betrifft das jeden Österreicher. Wenn in Deutschland die AfD mitregieren würde oder wenn sie die Politik mitbestimmen wird, dann hat das Konsequenzen auf unser Gesellschaftsmodell. Und ich glaube, dass man schon jetzt schon spürt, dass sich allmählich, jedenfalls ist es meine Hoffnung, auch da eine neue Bewegung formieren wird, die sich auch als europäisch verstehen wird. Ich zum Beispiel, ich lese sehr viel, bin auf den Schulen. Und ich gehöre zu all dem, zu den alten Kulturpessimisten und Kulturskeptikern, die immer sagten, es wird immer schlimmer, die Jugend. Aber wenn ich heute in Schulen lese, die sind so empathisch, die jungen Menschen, in Bezug auf Flüchtlinge. Da gibt es bestimmt Jugendliche, die auch gegen Flüchtlinge sind. Aber die Stimmung ist so, dass sie sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil die Mehrheitsmeinung so eindeutig pro Flüchtlinge ist unter den jungen Leuten. Und wenn man die Balkanroute bereist, überall von Griechenland oder bereist hat im Herbst, dann eine Reportage geschrieben, die sehen überall junge Menschen, 18, 19, 20, 21 Jahre, die wie für unpolitisch gehalten haben, die aber, wo ich wirklich spüre, dass da eine Politisierung eintritt. Und weil sie spüren, dass wenn sie nichts tun, dann werden sie diese Freiheiten, die sie haben, dieses Gesellschaftsmodell, das sie genießen, das sie gut finden, dann ist das gefährdet. Und ich glaube, dass die Dinge leider noch etwas, wahrscheinlich noch stärker polarisiert werden müssen, noch mehr angeheizt werden müssen, aber dass wir keine andere Wahl haben, als auch diese Gegenöffentlichkeit, die sich also europäisch besteht, auch herauszubilden. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, mit der Hoffnung auf diese europäische Idee, dass das weitergeht, mit der Hoffnung auf die Jugend, bedanke ich mich bei Navid Kermani und bei Matthias Sehner.